neuen Video. Ich zeige euch heute einen Diablo-Trick. Und dann würde ich sagen, fangen wir auch schon an. Ihr braucht dazu natürlich einmal das Video, wie man Diablo antreibt und wie das Diablo-Spiel überhaupt funktioniert. Ich werde die euch rechts oben und links oben verlinken. Und wenn man das kann, dann kann man mit diesem Trick weitermachen. Ihr müsst das Diablo natürlich zuerst mal angetrieben haben. Da soll schon eine gewisse Geschwindigkeit vorhanden sein. Dann ist es auch wichtig, dass keine Schleife drin ist. Also Schleife muss raus. Den ganzen Trick sieht folgendermaßen aus. Wie funktioniert das Ganze? Also zuerst müsst ihr natürlich das Diablo antreiben. Und dann müsst ihr, wenn ihr Rechtshänder seid, würde ich euch empfehlen mit der rechten Hand, als Linkshänder mit der linken Hand. Also wie gesagt, als Rechtshänder nehmt ihr den rechten Stock. Und dann geht ihr mit dem rechten Stock hier in die Schnur vom linken Stock rein. Und wenn ihr hier reingeht, müsst ihr schon mit Schwung reingehen und dann auch ein bisschen mit dem linken Stab die ganze Schnur mit dem Diablo ein bisschen nach links anschieben. So reindrücken und dann rüber katapultieren. Und so sieht es dann aus. Und dann einfach wieder raus. Also einfach das Diablo wieder im Uhrzeigersinn nach rechts rauswerfen. Wenn ihr dann mit dem Stab hier reingegangen seid, beim rechten Stab in die Schnur und auch den linken, beim linken Stab das Diablo nach rechts katapultiert habt, also gegen den Uhrzeigersinn, dann müsst ihr das Ganze natürlich auch noch auffangen auf der Schnur. Das heißt reingehen und dann hier auf der Schnur auffangen. Das ist eigentlich der schwierigste Part, würde ich mal behaupten. Ich werde das Ganze jetzt in meiner Zeitlupe anblenden. Ich hoffe, das Video gefallen. Wenn ja, gebt gerne eine positive Bewertung. Wenn ihr noch Fragen oder Anregungen für neue Videos habt, schreibt sie einfach in die Kommentare. Und dann sehen wir uns hoffentlich am Mittwoch um 16 Uhr wieder. Bis dahin, ciao.